Willkommen zurück zum dritten Teil. Das Video ist vorhin abgebrochen, als ich hier unten die Konstruktion befestigt habe, hier und da. Das hat Gründe, denn da kommt gleich die Überrollbügel dran und die basteln wir jetzt. Da sind das und da drüben sind die Teile. Jede Menge aus Limone oder Leim. So, hier haben wir die Stange. Und dann fangen wir mal an. So. Bin da. So. Moment, nach unten, gerade, jawohl. Auch nach unten. So, lass die nach unten hängen. Die geht auf 1. Die geht auch auf 1. So. Und so. So, das kommt jetzt. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite das ist. So rum. Das sind wahrscheinlich nur noch die Reste, die wir hier machen müssen. Genau, falsch rum. Ja, ich hab's befürchtet. Ah. Man sollte mal den Plan lesen. Moment. So. Jetzt ist die richtig drin. Dann können wir das reinsetzen. Und dann heißt es, wir sollen die hier reinjagen. So. Hier, die beiden Pfeile zeigen genau an. Reinjagen und ich habe sie genau falsch rum angebracht. Das ist doch wieder ehrlich. Eins. Zwei. Rot nach hinten, grün nach vorne. Okay. Naja. Und das Blatt ist leer, deshalb bewegt sich da auch so viel. So, nächste Seite. Das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Wir benötigen die zwei Winkel. Wir benötigen den. Gut, dann fangen wir an. Ja, ich will jetzt nicht stressen oder Hektik machen. Ist halt schon spät. Ist später geworden, als ich eigentlich wollte. Ja, bin ich aber selber schuld, ich weiß. So, so rum diesmal. Grün auf links, rot auf rechts. Stopp, rot ein Stück raus. So. Jetzt drehen wir das ganze Auto und setzen das da an den blauen an. Habe ich recht? Jo, und dann werden auch die Dinger reingedrückt. Falsch rum. So. Rot ist außen, das ist gut. So. Ah, so. Ah, eins, zwei, genau. So. Lass mal gucken. Also optisch sieht das ja schon klasse aus, das Ding. Ne? So. Denn jetzt wird ein Auto draus. Endgültig. Kein U-Boot, kein gar nichts, es ist ein Auto. So. So. Auf die roten, die wir gerade reingedrückt haben, kommen jetzt diese grauen gebogenen Tubes. Das scheint da ist wohl der Auspuff. Na, von. Ja, die Amerikaner haben ja ohnehin von der Öko-Umlage noch nichts gehört. So, jetzt muss ich gucken, wo kommt das Ding hin? Ach, das hier ist die Radaufhängung. Oh ja, das ist die Radaufhängung. Tatsache, das ist die Radaufhängung. Eins. Ja, das ist die Radaufhängung. Jetzt muss ich noch ein bisschen. So. So. Doch, jetzt haben wir ein Auto. Ja, jetzt haben wir langsam ein Auto. Ist schön, dass wir langsam auch mal in die Pötte kommen.
Jetzt kommen die letzten Aufkleber, die mache ich auch mal wieder hinten. Eins. Oh, das habe ich. Damals waren die Dinger hier bedruckt, wenn ich mich richtig erinnere. Bei den Piratenschiffen, die großen Fahnen. Die waren bedruckt. Da musste nichts mit Aufklebern gemacht werden. Aber was verlange ich? Ja, was verlange ich? Ja. Ja, ich kann auch nicht verlangen, dass ein Käfer plötzlich zur Biene wird und Honig produziert. Ja, ich bin abgerutscht ein bisschen. Jo, mal kurz abziehen, wenn ich es gepackt kriege. Ich sag ja, einmal kann man es abziehen. Aber echt, Freunde, nicht öfter. Echt nicht öfter. Ja, lass das bloß sein. Ah, geht doch. Das ist ein bisschen zu weit unten, aber steht nicht über. Das hier ist mir verrutscht, die Seite. Die nicht. Das sage ich ja. So. Dann kommt diese komische Stange da drauf. Ja, dann kann das hier... Ja, das muss doch da rein. So, da muss die Fahne hin. Jetzt haben wir auch die Flagge dran. So, jetzt kommen die Räder. Die habe ich schon vorbereitet. Ja. Oder wie Champüt sagen würde, ich habe das hier mal vorbereitet. So, die dicke Reifen. Ja. Und die schieben wir jetzt einfach auf das Modell drauf. Natürlich ohne, dass die Achsen verziehen. So. Da haben wir genau das, was ich vermeiden wollte. Geht mal zur Seite. So. So, dann muss ich hier noch ein bisschen justieren. Ist zu viel. So, und wir machen direkt den nächsten Punkt. Da müssen wir nämlich vier von den kleinen hier, von denen, ne? Ich nenne sie mal Muttern. Ja, einmal. Die kommen nämlich in die Aufhängung rein, also in die Radnarbe rein. Natürlich sollen ja auch den Reifen fixieren. So, jetzt kommen wir zur Aufhängung vorne. So. So. Mutter 1. Oh, lange kein so großes Lego-Technik-Modell mehr gehabt. Auch wenn es wahrscheinlich besser in der Creator-Serie gewesen wäre. Aber ich finde ihn cool. Der ist einfach nur cool. Ja, so. Oh, ich muss ihn mal näher ranholen. Das ist ja... Ja, so. Nummer 54. Jungs, wir sind fertig. Jo, wir sind fertig. Ist aber auch einiges übrig geblieben. Also ich kipp das hier mal zusammen. Die Schüsselchen. Aber auch nicht mehr als sonst. Ne? So. Der Aufkleberbogen, den packen wir hier, ich muss das alles mal wieder hochschieben, so, den packen wir hier mit rein. Oh ja, das muss ich euch zeigen. Hier sind noch ein paar Originalaufnahmen vom Gravedigger. Ich zeige euch das mal ganz genau. So. Ja, also, das war wohl mal ein Krankenwagen. Hier noch ein bisschen was von der...
von Lego. Dann wieder das Win. Wunderschön. 3 Folgen haben wir jetzt gebraucht. Aber wir gucken hier nochmal. Das ist der Radlader. Ein ganz kleiner. Dann der, so ein Kunstflugzeug darstellen. Hier ist der Gravedigger und da ist der Max D. Ob ich mir den Max D hole, da bin ich mir nicht sicher. Da feilsche ich noch mit mir selbst. Weil ich auch gerne mal die anderen Hersteller ausprobieren möchte. Nur wie ich das mache und mit welcher Lizenz. Weil, Megablocks zum Beispiel, oder Mega Constructions, ist ja von Mattel. Oder Hasbro. Eine von beiden. Creo ist von Hasbro und, Megablocks ist von Hasbro. Und, Creo ist von Mattel, so rum. Oder? Egal jetzt. Da würde ich gerne eins von den Star Trek Modellen mal bauen. Oder, weil ich bin großer Trekkie. Oder halt auch, Halo, weil Creo hat die Star Trek Lizenz, zumindest die einfache. Ja, weil die Modelle sind einfacher, die sind zum Spielen gedacht. Während, Mega Constructions die große Enterprise hat, ne, mit dem Transporterraum und alles. Ja, genau, so rum war das. Mattel ist Megablocks. Glaube ich. Egal. Es sind Hasbro und Mattel. Und die haben Creo und Megablocks unter sich. Und genau da will ich gleich noch was dran machen. Also das gefällt mir nicht. Nee, jedenfalls Mattel hat, glaube ich, also Megablocks hat, glaube ich, die ja, Mattel. Megablocks ist Mattel, weil die haben nämlich oder Mega Construction, weil die haben ja auch Castle Grayskull gemacht. Die haben auch Halo als Lizenz und Game of Thrones. Ja, warum die daraus nichts vernünftig gemacht haben, kapiere ich bis heute nicht. Ja, gerade hier Halo, wir haben Halo-Fans in Deutschland, das ist unglaublich. Ich kenne einige, die haben die komplette Master Chief-Rüstung sich nachgebaut. Ja, von daher, aber da möchte ich auch mal ein oder zwei Modelle bauen. Ja, mal ein Star Trek-Modell von Creo, ein Halo-Modell von Megablocks. Dann habe ich Kobi mir schon was rausgesucht. Ja. Und auch Bluebricks. Und Bluebricks lässt ja von Xingbao herstellen. Und da würde ich mich gerne an das Mittelalterdorf wagen. Ja, dass wir uns das hier so ein bisschen aufbauen, das Dörfchen, ne? Ich meine, der ist bestimmt cool aus, hier so das Dorf zu haben, ne? Jawohl. So, das sind die Teile, die übrig geblieben sind. Wie immer, wenn Teile übrig sind. Moment, da muss ich mich mal unterbeugen. Ja, die tun wir hier in unser Eisdöschen. Warum Eis? Ja, haha, ist von Aldi. Lecker. Nee, ja, die Dosen sind gut. Zum Einfrieren. Nicht zum Aufwärmen. Bitte nicht in die Mikrowelle stellen. Ja, ich sehe immer wieder, dass Menschen diesen Fehler machen, das Zeug in die Mikrowelle zu stellen. Diese Dosen kann man zum Aufbewahren von allerlei Sachen benutzen, aber nicht zum Aufwärmen. Einfrieren geht noch, aber bitte nicht aufwärmen. Weil sobald die heiß warm werden, geben die Giftstoffe ab. Ja, die Weichmacher, die sind giftig. Bitte nicht. Ja, so, was haben wir noch? Genau, wir haben noch den Nissan und dann noch einige ältere Modelle, die ich auseinandergenommen habe, um sie euch zu zeigen. So, ja, wir sind fertig mit dem Baby. Den stelle ich mir jetzt gleich ins Regal zu dem Buggy und zu dem Ford. Und dann, ja, Harry Potter zeige ich euch später, wo das steht. Genauso wie das aussieht, wo die anderen Modelle dann jetzt stehen werden. Weil der hat doch ein gutes Gewicht. Also schwer. Er ist nicht schwer, ja? Boah, aber der ist stabil. Und es reicht wirklich. Passt auf. Guckt hin. Ich zeig's euch. So. Ja. Man braucht ihn nur ganz kurz anzuziehen und schon fährt er los. Also das ist wirklich ein sehr empfindlicher Aufzug. Aber der ist gut gemacht. Schaut hin. Zeigt euch, Gravedigger, da unten ist das Schloss, da
Da ist die Flammenverzierung. Ja, also ich finde den toll. Wunderschönes Modell. Ja. Man hätte das mit Lego Technik aber ein bisschen besser machen können. Ja, mit Creator wahrscheinlich noch besser. Aber wer bin ich, dass ich mich über einen meiner Lieblingsmonster-Trucks beschwere? Ja. Nicht alle Lizenzen von Lego sind schlecht. Die Lizenzen von den Lego sind grundsätzlich nicht schlecht, meiner Meinung nach. Und was man draus macht, das ist das Schlimme. Ich rede jetzt nicht von Ferrari, vom Bugatti oder vom Lamborghini, die großen, die richtig großen, oder auch von den Handysteuerungsdingern. Ich bitte, darüber will ich gar nicht reden. Das ist für mich Nonsens. Das ist, bitte, man kann das doch besser machen. Da kriege ich nur die Heulerei, Freunde. Okay, das war die dritte Folge mit dem Ende des Grave Diggers. Ein bisschen Laberei dabei, aber der ist stabil. Also er fällt nicht so leicht auseinander. Damit kann man auch richtig Stunt-Action machen. Boah. Also der hat's echt drauf. Ja. Und die Nase fett. Okay, das war's bis hierhin. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Nissan. Bis dahin. Viel Spaß. Einen schönen Abend euch. Euer Pumpkinhead.